Was haben die Bundestagswahl, der Konjunkturzyklus und die Herdenimmunität gemeinsam? Nun, man kann sie sich alle über die kurzen und simplen Explainity-Clips im Netz erklären lassen. Richtig interessant wird es aber erst, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht passiv Filme, also Wissen, konsumieren, sondern selbst aktiv und kreativ Inhalte produzieren. Ich bin Tobias und habe bereits in vielen Fortbildungen Kolleginnen und Kollegen von meiner Begeisterung für Erklärfilme anstecken können. Und ich freue mich, dass ich dir in diesem Online-Format auch etwas von meinen Erfahrungen mitgeben kann. Was also habe ich für dich vorbereitet? Wir erarbeiten zunächst die wesentlichen Merkmale eines erfolgreichen Erklärfilms. Anschließend zeige ich dir, wie deine Klasse mit Drehbuch und Storyboard vorbereitend arbeiten werden. Und dann geht es an die notwendigen Materialien, die du in den Klassenraum mitbringst. Zusammenfassend erläutere ich dir den typischen Ablauf der Filmproduktion. Und in einem kleinen Ausblick zeige ich noch einige Beispiele und bringe Anregungen zum unterrichtlichen Einsatz.